Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe, wie versprochen, meinen Mana um 5 Punkte gesteigert und dann bin ich hierher zurückgelaufen, nachdem ich in der Burg nochmal, also andere Reihenfolge, ich war im Kloster, habe meinen Mana gesteigert, dann bin ich zur Burg, habe bis zum nächsten Morgen geschlafen und jetzt bin ich wieder hierher gelaufen und habe nichts auf dem Weg getan, was ihr dann nicht mitbekommen würdet, obwohl da noch einige nette Pflanzen und Pilze sind und ein paar Echsenwaffen. Die würde ich dann einfach auf dem Rückweg einsammeln. So, siehst du mal, hier oben ist auch noch was. Okay, da drin ist nichts. Da drüben ist eine Harpie. Die hole ich mir. Oh oh. Ah, da ist noch eine. Och, das war ja einfach. Das war ja sehr einfach. Hey, mir fehlt 5 Lebenspunkte. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, eine Beere. 341. Mana kostet mich immer noch 3 Lernpunkte sogar nur. Das heißt, ich bin noch nicht so weit. Links, rechts, rechts, links, rechts. Wow. Oh mein Gott, meine Intuition ist so gut. So, was haben wir hier? Ein Mana-Trank, Pfeile. Immerhin 4 Dietriche. Das wollte ich gerade sagen. Mana kostet mich immer noch 3 Lernpunkte. Ich müsste das mal langsam steigern. Beziehungsweise ich müsste das mal relativ schnell steigern, so schnell ich kann. Denn je früher ich hochkomme mit Mana, 38. Da waren meine Bedenken bisher immer so ein bisschen unnötig. Oder zumindest in letzter Zeit bei den Dietrichen. Ich habe ja so viele. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe, glaube ich, vor ein paar Folgen mal gemeint, Mana steigern bringt so schnell nichts. Naja, die Sache ist halt, ich muss nur einmal so weit kommen, dass Mana mich 5 Lernpunkte kostet. Und dann werde ich ganz plötzlich alle Pilze futtern und alle Tafeln lesen. Und plötzlich habe ich halt mal schätzungsweise irgendwie so 50 bis 100 Mana mehr. Also es bringt schon was. Aber naja, also ich sag's mal so, ich merke halt auf dem Weg dorthin nicht allzu viel. Aber sobald ich halt das Ziel erreicht habe, bin ich halt mit einem Schlag massiv besser. Das heißt, die mittlere Steigerung pro Level, die ist wesentlich größer als das, was ich wirklich spüre. Oh Gott, ein Echsenmensch. Triff bitte, triff. Ja, gut. Problem ist halt, ich habe jetzt Biff nicht mehr dabei. Ich meine, immerhin ist es nur einer. Das ist schon mal gut. Und ich habe so ein bisschen den Rhythmus raus, indem sie zuschlagen. Das heißt, ich bin ganz gut darin, ihren Schlägen auszuweichen. Indirekt, indem ich es einfach abbreche, indem ich in den Schlag reinhaue. So, ein Echsenschwert. Da ist nichts. Ich glaube, das ist der erste Echsenmensch, den ich mir wirklich selber verdient habe. So, dann gib mir mal nachher. Und ich habe nichts verloren an Lebensenergie. Wow, ich bin stolz auf mich. Übrigens, wir sind bei Speicherstand Nummer 400 gewesen am Anfang der Folge. Habe ich gespeichert, nachdem ich hergelaufen war, damit ich das Ganze nicht nochmal machen muss. Jetzt war das entsprechend dann 401. Feldknitterich, ja, ja, ja. Interessant. So, gibt's hier draußen noch irgendwas? Ne. Es ist so neblig hier. Ich dachte vielleicht, ich hätte das Lager in der Sichtweite, aber nein, es ist hier oben einfach so neblig. Und ihr wisst ja, wie ich bin. Ich muss die letzte Ecke hier erforschen, bevor ich einfach weitergehe. Das kann ich nicht einfach undurchforscht lassen. Okay, hier geht's durch. Da gehe ich erstmal nicht hin. Denn hier ist noch ein Echsenmensch. Aber es scheint nur einer zu sein. Ich halte trotzdem mal ein bisschen Abstand von dem Durchgang, nicht, dass da noch einer herkommt. Vielleicht ein bisschen hier rüber, damit er nicht aus Versehen runterspringt. 1, 2, 3. Ach ja, richtig. 3 reichen gerade so nicht. Aber das reicht dann. Da ist nichts zu holen. Dann schauen wir doch mal, wen wir hier haben. Ein toter Drachenjäger. Schinken, Snapperkraut, eine alte Münze, Feldräuberzangen und ein bisschen Gold. Ja, ist jetzt nicht so der Rede wert. Aber was soll's, ich nehme es mal mit. Bevor es hier oben vergammelt oder irgendwelche Echsenmenschen sich den Schinken reinziehen, um sich zu heilen.
Ansonsten scheint es hier nicht allzu viel zu geben. Ich brauche auf jeden Fall Mana, nämlich 90. 75. Und 15. 90, das heißt, so ein Blitzschlag kostet 30. Na, hatten wir, glaube ich, schon so oft diese Frage. Ja, ein Blitzschlag kostet 30, wenn ich mich nicht täusche. Ich schaue nochmal eben nach. Ein Feuersturm kostet 25 und ein Blitzschlag kostet 30, genau. Die Sache ist, ein Eisblock kostet 40, genau. Das hat mich so ein bisschen verwirrt immer. Weil ich dachte, der Eisblock und der Blitzschlag, die kosten gleich viel. Tatsächlich aber kostet der Eisblock mehr und macht ja weniger Schaden. Ne? Dafür hat er halt natürlich den Vorteil, dass er die Gegner einfriert. So, hier ist der Drache. Ich möchte aber sicher gehen, wenn ich mich mit dem Drachen anlege, dass ich den Rücken frei habe. Und weil ich hier unten noch nicht alles durchsucht habe, denn da geht es auch noch links rum, vom Eingang her, mache ich das hier zuerst. Ha, siehst du? Drei Echsenmenschen. Wenn ich in die reingelaufen wäre auf der Flucht. Huiuiui. Au. Nein. Ah, doch, ein bisschen flug. Als wäre es gewollt. Aber ich glaube, ich brauche hier eher den Feuersturm gegen so viele. Komm, bleib stehen. So, jetzt einmal hier rum. Und dann gemütlich im Kreis. Und wieder weg. Jetzt bleib nochmal stehen. Bleib doch mal stehen. Ach, verdammt, kein Mana mehr. Mist, immerhin könnte sich nicht heilen, soweit ich weiß. Also hoffe ich jedenfalls. Oh je, fest da runter. Bitte fall nicht runter, das kostet mich Erfahrung. Ups, da will ich hin. Einfach hier runter. Ja, ja, das passt schon. Hep. Kommen sie nach? Ne, kommen sie nicht. Gut. Dann heile ich mich mal hier eben gemütlich hoch. Und zwar habe ich hier... Was brauche ich denn das? Das brauche ich doch nicht. Komm, weg damit. Und weg damit. Und weg damit. Das braucht alles nur unnötig Platz im Inventar. Weg damit. Hau weg den Müll. So, dann bräuchte ich einmal 105 Mana. Tja, wie kriege ich 105 Mana? 75? Und 20 macht 95. 75 und 30. Genau. Nur nichts verschwenden. Hui! Och nö! Och nö! Er ist tot. Nichts zu plündern. Ach Mist. 350 Erfahrungen weg. Menü. 29 Lebenspunkte bitte einmal. 29? Puh. Tja, dann eben 6 hiervon. 4, 5 und 6. So, die Bären müssen weg. Das ist ärgerlich mit der Erfahrung. Ich dachte, der lässt mich in Ruhe. Der sah so aus, als würde er da oben stehen und mich in Frieden lassen. So, ist hier drüben noch einer? Nö. Dann, ne? Zack, einer weniger. Und mal wieder hat der zweite nicht getroffen. Wahrscheinlich, weil ich zu schnell Folge gezaubert habe. Und ich weiß immer noch nicht, ich habe immer noch keine Ahnung, woran das genau liegt. Dass wenn ich zu oft in Folge zaubere, dass es dann einfach nicht durchkommt. Aber es nervt. Weil der Zauber geht raus. Er trifft nur nicht, obwohl er eigentlich trifft. Also er trifft, aber er hat keinen Effekt. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich es einfach nicht mit, weil ich selber spiele und abgelenkt bin oder zu sehr konzentriert bin. Da ist nichts zu. Auf den Rest des Kampfes, dass ich diesen einen Zauber nicht bekomme. Vielleicht, wenn ihr irgendwas seht, wenn ihr einen Tipp habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Aber ich sehe es nicht und ich habe mir auch schon ein paar Folgen von mir selber angeguckt und ich habe es nicht gesehen. Irgendwas schnaubt da. Nun denn, 120 Mana bitte.
100. Und daraus wollte ich eigentlich die großen Tränke brauen, ne? Tja, dann muss das jetzt eben so sein. Wow! Das habe ich nicht kommen sehen. Könntest du bitte aufhören, mich mitten im Laufen zu treffen? Dankeschön. So, lassen Sie von mir ab. Sie lassen von mir ab. Sehr schön. Oh mein Gott, war das knapp. So, zuallererst, wirklich zuallererst, Mana. Ex-Menschen, was tut ihr da? Ich verbiete euch, darunter zu fallen. Na, wenigstens einen habe ich gekriegt. Der andere ist so runtergefallen. Nichts zu holen. Mann, sind die blöd. Und er ist auch ganz schön blöd. Gut, da kann ich mich in Ruhe heilen, wenn der hier gemütlich rumläuft. Ich brauche genau 300 Lebensenergie. 1, 2, 3. So, Golem, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ach, da bist du. Nein, ich hab... Nein. Das war nicht gut. Verdammte Axt. Tja. Ich glaube, das mit dem freien Rücken kann ich fürs Erste vergessen. Tja, wisst ihr was? Ich weiß jetzt, wo die Gegner stehen. Ich bin voll geheilt. Ich gehe direkt zum Drachen. Moment, bevor ich zum Drachen gehe, eine wichtige Sache nicht vergessen. Das Auge Innos anlegen. Problem ist, jetzt habe ich nur noch 100 Mana. Ach nee, ich habe sogar 125 von 100. Okay, interessant. Ob ich damit wohl zaubern kann mit den 25? Ich probiere es gerne aus. Noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen. So mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern.